Die Zahl von neuen Infektionsfällen mit dem Coronavirus ist in Österreich binnen 24 Stunden wieder um 100 Betroffene gestiegen. Laut Innenministerium sind mit Stand 39 114 neue Personen auf Covid-19 getestet worden, die meisten davon in Oberösterreich. Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf. Im Burgenland und in Kärnten kam eine neue Person dazu, sowie in Niederösterreich ganze 8 Personen. In Oberösterreich beim absoluten Hotspot sind es 53, in Salzburg 4, in der Steiermark 1, in Tirol 8 und in Vorarlberg, da kam es zu keiner neueren Infektion. In Wien sind es 38. Bisher gab es in Österreich 18.897 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand 39 sind österreichweit 706 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 16.052 wieder genesen. Somit gibt es in ganz Österreich aktuell 1.239 Erkrankte, 83 davon befinden sich im Krankenhaus, 10 davon auf der Intensivstation.